Die Orks und Goblins bereiteten sich auf ein blutiges Zeitalter vor. Rauch stieg auf und verteilte sich in alle Himmelsrichtungen. Die Trommeln wurden lauter und die Schwärme der Aasvögel zogen ihre Kreise über die neuen Leichen des Gemetzels. Krieg lag in der Luft und ihr Instinkt verriet ihnen, dass eine neue Bedrohung nahte. Viele Stämme existierten nur aus einem Grund: Krieg. Die Liste der Feinde ist enorm lang und auch eigene Rivalen konnten mal eben ein schnelles Ende finden. Am Ende solcher Fäden wussten die Grünhäute instinktiv jedoch immer, dass sie mit einem inneren Konflikt nicht zufriedenzustellen waren. Die blutigen Äxte sehnten sich nach mehr. Mehr Kampf, mehr Wildheit, mehr Brutalität. Die Grünhäute wurden von Gefühlen, die sie in der Schlacht hatten, angetrieben und ihre Götter Grog und Morg trieben sie dazu an. Orks und Goblins erkennen nur einen Sinn zum Leben, indem sie größer und besser werden. Wenn die Zeit gekommen ist, dann können die Grünhäute ihre Macht mit einem riesigen Gebrüll festhalten und entfachen. Ein wahrer Sturm zieht dann auf und schmetzelt alles in seinem Weg nieder. Brutalste Kriegsgesänge schallten in die Himmel und es kam zu einigen Zusammenschlüssen. Waldgoblins, Trolle, Riesen, Spinnen, Wildorks und Hobgoblins waren wie besessen von ihrer Wildheit und Grog und Morg trieben sie so weit an, dass selbst Grünhäute auf anderen Kontinenten ihren Schlachtruf entnahmen. In den Düsterlanden, wo es die meisten Stämme gab, war die Warg-Energie so hoch, dass nur noch ein Funke fehlte, der alles zum Entfesseln brachte. In den Ländern der Finsternis heulten die Wölfe der Hubgoblins Morsleep an und in den Weltrandgebirgen wurden Orks und Nachtgoblins übereifrig und griffen alles an, was in ihrem Weg stand. Im nördlichen Weltrandgebirge erschlug Grimgorg Eisenpelz einen Rivalen nach den anderen und um ihn herum sammelten sich Grünhäute. Grimgorg war allerdings nie der beste Anführer gewesen. Ihm war es egal, wer und wie viel ihn folgten, solange ihn niemand störte, der Beste zu sein. Er liebte es zu töten und suchte immer nach den stärksten Gegner. Einmal scharten sich Orks um ihn herum, die sich von ihm inspiriert fühlten, und stellten sich dabei Grimgorg in den Weg. Grimgorg zog seine Axt und teilte die Orks, die es wagten, sich ihm in den Weg zu stellen. Diese Geschichte wiederum zog noch mehr Grünhäute und besonders Schwarzorks an und seine Horde vergrößerte sich. Die neuesten Eroberungen kümmerten ihn nicht und so zog es ihn nach Norden, wo er auf einige Champions wartete, ohne zu ahnen, dass sein Erscheinen prophezeit worden war. Es gab aber auch einen, der sehr ehrgeizig war. Skarsnik, Goblinkönig der 8 Gipfel, sammelte seine Nachtgoblins und auch andere Grünhäute wie Schwarzorks und Trolle schlossen sich ihm in Massen an. Schon länger plante er etwas gegen die Zwerge, doch die Skaven standen ihm leider jedes Mal im Weg. Es ist ein Krieg, in dem drei Seiten keine Gnade kennen und der Stärkste und der Gerissenste wird Karak 8 Gipfel für sich entscheiden und Skarsnik war entschlossen, beiden Seiten das Handwerk zu legen oder wie er sagen würde, alles was mal lustig abstechen kann, wird abgestochen. Tief im Herzen der Düsterlande trommelten die Wildorks Tag und Nacht. Wurzak suchte den Blick des Gorg bei den Totens, die die Grünhäute für ihn errichtet hatten. Unzählige wilde Stämme waren dorthin gepilgert und von allen Wildorks blieben nur eine Handvoll Wargbosse und die Horden teilten sich auf. Wurzaks Traum ist es, einen Gönner zu finden, der die Gunst von Gorg und Morg halten kann. Ein solcher Orgboss wäre in der Lage, die ganze Welt in Schutt und Asche zu legen. Wurzaks Blick war dieses Mal nicht konfus, sondern klar wie noch nie. Er warf die Knochen und die Knochen zeigten ihm den Weg, auf dass seine Visionen wahr wurden und er den richtigen Weg finden würde. Niemals zuvor waren seine Visionen lebhafter gewesen. Mystische Energie umfloss Wurzak, die er allerdings wieder ausspuckte, da diese Energie nicht die richtige Vision zeigte. Er wanderte umher und tanzte bei jedem Lagerfeuer, das er fand, seinen besten und wildesten Kriegstanz und dennoch erschien kein Zeichen von Gorg oder Morg. Nicht alle Schamanen konnten ihre Magie so kanalisieren, wie Wurzak es tat, denn ihre Energie erlangte ein neues Maß von unglaublicher Stärke, wenn sie zusammentrafen. Einige Goblin-Schamanen konnten jedoch die Zuströme der wilden Org-Magie nicht ab und so wandten sie sich rechtzeitig davon ab oder ihr Kopf platzte. Dass bei Schamanen mal ein Kopf platzte, war nichts Neues, jedoch handelte es sich hier um eine starke kanalisierte Energie, die im weiten Umfeld noch große Folgen nach sich zog. Einige Schamanen gelang es aber vorher, die kanalisierte Energie in den Himmel abzustoßen. Dies waren dunkle Vorzeichen für die Grünhäute und aus ihrer Wut griffen sie zu neuen Wark.
Alles, was in ihrem Weg stand, wurde zerstört und abgemetzelt. Eine neue Zeit brach an und Grimgorg Eisenpelz wollte zeigen, wer der Beste ist. Gorg und Morg entsenden ihre Streiter, um alles auf ihrem Weg nach Achaon auszulöschen. Und damit bedanke ich mich für das Zuschauen und Zuhören dieser Episode und ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich euch die Endtimes etwas näher bringe. Und damit verabschiede ich mich und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video oder im Livestream.